Im September 2020 war ich mit einer Reisegruppe von Eberhard Travel in Sizilien und natürlich haben wir da auch den Ätna besucht. Früh am Morgen machten wir uns auf den Weg durch malerische Ortschaften. Wir genossen traumhafte Ausblicke auf dem Weg hinauf und natürlich lernten wir den Ätna-Ginster kennen, den es so nur hier gibt. An der Talstation angekommen auf 2200 Metern Höhe, lösten wir die Tickets für die Seilbahn und fuhren noch weiter hinauf. Oben angekommen verlassen wir die Seilbahn und steigen um. Wir wollen noch weiter hinauf, bis auf 3000 Meter und dazu nutzen wir die Onimox. Der Hauptkrater des Ätna begrüßt uns mit riesigen Aktivitäten, aber es sind nur Wasserdampfwolken. Es pfeift ganz ordentlich und mit gerade mal 6 Grad bewegen wir uns deutlich Richtung Frost. Das hält uns natürlich nicht davon ab, diese Krater zu erkunden, gemeinsam mit Francesco, unserem Guide. Ganz nah heran dürfen wir und können bis in die Tiefe schauen. Was für ein Gefühl! Auch den zweiten Krater können wir erleben, rot gefärbt vom Eisen oder gelb vom Schwefel. Das ist ein tolles Bild und dazu die Ausblicke Richtung Catania oder Bucht von Messina umwerfend. Wir umrunden die Krater weiter und da macht sich nun auch die Höhe bemerkbar. Scheinbar leichte Anstiege erfordern ordentlich Puste, zumal es hier an der Ostseite ordentlich stürmt und eiskalt ist. Was für ein toller Blick in die Ebenen und gleich könnt ihr auch noch einen Originalton hören und doch merken, wie anstrengend das war auf 3000 Metern Höhe. Die Krater wurden 2008 gebildet. Das ist der zweite Krater. Beim letzten Blick auf den Hauptkrater des Ätna verabschieden wir uns, fahren mit den Unimogs zurück zur Seilbahn und von dort hinunter zur Talstation. Und alle waren restlos begeistert von diesem Besuch.